Oh, könnt ihr euch den Run von Isaac noch nicht anschauen? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Nee, gleich könnt ihr euch den einen Part anschauen. Ich bin's wieder, euer Pipistel. Ich will nur kurz ein, zwei Neuigkeiten sagen. Ihr seht jetzt gleich einen Part von Isaac. Eigentlich sollte das, was ihr jetzt gleich seht, der 9. Run sein, aber. Ja, den 8. Run habe ich ja schon hochgeladen gehabt, und wollte ich heute noch den Rest zuschneiden. Habe ich gemerkt, ach, da ist nichts mehr zu retten, wirklich irgendwann nur noch Störgeräusche. Ach. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lade jetzt diesen 9. Run als 8. Run hoch und mach gleich noch einmal eine Aufnahme mit der Challenge Nummer 2. Ja, damit mit der ersten Neuigkeit, mit der zweiten Neuigkeit, wie ihr vielleicht merkt, hört man mich jetzt etwas anders. Das ist ein neues Mikrofon, neues Headset von Razer. Das ist Razer, ein saugeiles Mikrofon. Nur eure Meinung ist mir ja auch wichtig, deswegen die nächste Aufnahmesession mit Isaac, was ich jetzt gleich machen werde, wird auch mit diesem Mikrofon sein, damit ihr wisst, wie es sich mit einem Spiel anhört und so weiter. Ansonsten könnt ihr jetzt schon in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Mikrofon besser findet als das alte. Ansonsten nehme ich halt wieder das alte her. Puh, ja, mal schauen. Und ja, viel Spaß jetzt mit dem gleich folgenden Part von Run von Isaac. Run Nummer 9. Jetzt Nummer 8. Viel Spaß mit Challenge Nummer 3. Peace, tschüss. Willkommen zurück bei einem neuen Part beziehungsweise einem neuen Run von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, Run 9. Wieder mit einer Challenge, Large Marge. Diesmal. Los geht's. Who am I? I am Isaac, Curse of the Labyrinth. Echt jetzt? Large March? Ist es immer im Basement XXL? XL? Naja. Hoffen wir mal nicht. Oh mein Gott, die kleine Gishes, kleine Gishes, kleine Gishes. Die schießen nur. Diagonal. Die sind total behindert, die kleinen Teile da. Ach, schon muss ich mir das halbe Herz holen. Mann, 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 Mann. Ah! Nein, 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 nein! Ja! Haha, lauf davon. Nein, nein, nein. Ja. Oh, wollte schon sagen, ich habe keine Bombe. So, was bist du, was bist du? Judgment! Brauchen wir jetzt noch nicht. Bringt uns jetzt nicht viel. Bei Judgment kommt, soweit ich weiß, ein kleiner Bettler daher und will uns Sachen andrehen. Bringt uns jetzt aber nicht viel, da wir kein Geld haben. Ach ja, die Fliege lebt ja noch. Komm her, ich will dich knuddeln. Komm her. Na, habe ich sie zerquetscht. Schade. Schade, schade, schade. HD, HD, HD. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, die, 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 die. Ich könnte es effizient machen. You all die one day. Oh. Hä? Ist der irgendwie. Hä? Ach so, jetzt kann er sich nochmal bewegen. Du armer Tropf, du. Schön. Schön, schön. Zeit, ich das halbe Herz nehmen kann, aber egal. Who cares? Who care? I don't care. You care? Little big, Doppelfliege? Doubled fly? I don't know. Oh, Super Pride. Zum allerersten Mal haben wir mal wieder einen Gegner hier. Nein, zum ersten Mal. Seit langer Zeit haben wir hier mal wieder einen Gegner. So, machen wir kaum Schaden, aber wenn wir Super Pride besiegen, kommt bestimmt was Gutes dabei raus. Ich hoffe es. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Ich muss gleich mal mein Spiel ein bisschen leiser drehen. Und wir haben... Was? Was will er uns geben? Nee. Nee. 9 Leben, das kannst du gleich vergessen. Ich muss kurz ein bisschen leiser drehen, das war für mich gerade zu laut. So, jetzt hat... Gut. Nein, nicht hier rausklicken. Er will uns die Katze andrehen, die uns 9 Leben gibt, aber nur einen einzigen Herzcontainer. Am Arsch lecken kannst du mich. Entschuldigung, diese Ausdrucksweise, Leute, aber... Das macht doch keiner. Nennt mir eine Person, die wirklich so verrückt wäre, um das zu machen. Eine einzige. Und dann glaube ich es euch, dass das Item gut ist. Besonders wenn man ja schon 3 Herzcontainer hat. Die Katze will uns andrehen, die Katze. Dum, 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 dum. Dum. Dum, dadadadadum. Dum, dum. Oh mein Gott. Ein Vorteil haben wir hier. Ich werde hier nicht nach dem Secret Room suchen, weil wir erstens viel zu wenig Bomben haben und zweitens, weil es hier viel zu viele Räume gibt. Aber ein Vorteil haben wir, 2 Bosse gleich hintereinander und dann sind wir schon in der 3. Ebene. Ein heiliges Stück Scheiße. Ja, das ist einer dieser Geheimräume, wo man schon einen Schlüssel braucht. Doof, aber egal. Danke für das Herz. Ich will es nicht mehr. Was? 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 Oh, Hilfe, habe ich mich jetzt erschreckt. Bringt uns sofort zum Teufelsraum. Da Fug, dann sind wir ja gleich beim Boss. Da Fug, das ist Kacke. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ach komm. Ach komm. Wäre jetzt irgendwo ein Leertasten-Item, dann würde ich es bestimmt nicht kaufen. Aber wenn da jetzt keins wäre, dann würde ich es kaufen. Aber ich weiß es nicht. Gehen wir raus. Oh, doch nicht. Puh. Glück im Unglück. Ich hoffe, der Teufelsraum kommt nochmal. Wäre schön. Kackehäufchen übersehen, das geht doch nicht. Doctor's Remote. Okay. Also mit der Tastatur spiele ich ja leider. Ich weiß selber nicht, wie man das mit dem Joystick einstellen kann. Ist mir irgendwie zu... Ich bin irgendwie zu blöd, so gesehen, dafür, um das einzustellen. Keine Ahnung, irgendwie checke ich das nicht oder bei mir funktioniert es nicht so richtig. Mit WSAD bewege ich mich ja. Und wenn ich jetzt Doctor's Remote einsetze, dann bewege ich mich gleichzeitig nochmal so. Aber mit dem Pfeiltasten, wo ich normalerweise Tränen schieße, kann ich dann auch noch die Rakete lenken. Das ist cool. Okay, schon wieder diese augenlosen Viecher, die uns an den Kragen wollen. Besonders ein grüner. Und ich habe 2 weitere Schlüssel. Das ist wunderschön. Links. Oder links? Nee, Schmarrn. Links oder rechts? Wohin? Komisch. Gehen wir mal dahin. Ich glaube, da ist der Boss irgendwo dann. Na, du... Punkt, 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 Punkt. Wir müssen unbedingt immer Spinnen spawnen. Spinnen spawnen. Hä? Sackgasse? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, Sackgasse. Da ist so eine Sackfliege. Oh mein Gott, hier könnten viel zu viele Stellen sein. Okay, gut. Der Goldraum gleich neben dem Bossraum, das ist auch mal was Neues für mich. Aber ein Haufen solcher... Ach so, man muss jedes Mal einen Schlüssel... Na, okay.
Book of Revelation. Na, Book of Belial. Na, ich habe mich schon so gefreut, Book of Revelation. Welches ist jetzt besser für diesen Kampf? Ja. Erstmal Herzen holen. So einen weiten Weg willst du zurücklegen? Nur für ein paar Herzen? Das ist doch dumm. Ich weiß. Trotzdem. Das ist doch dumm. Ja, ich weiß. Ja, okay, nehmen wir nur das halbe Herz. Und wir nehmen das Buch mit, The Doctor's Remote. Könnte ich einmal einsetzen, um einen Geheimraum zu finden. Den super Geheimraum könnte nur an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stellen sein. Ich versuch's einfach mal mit der Doctor's Remote. Das ist eigentlich ganz normal wie eine Bombe. Normal. So. Bip, 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 bip. Okay, da war es schon mal nicht. Jetzt haben wir es schon mal eingesetzt einmal. Vorführeffekt natürlich. Und los geht's. Ein Boss ist vermein. Familie. Nein, hier setze ich nicht dieses Buch ein. Aber hier setze ich mal eine Bombe ein. Oh nein! Du Arsch! Arsch mit Ohren! Musst du jetzt unbedingt ragen? Oh. Arschloch. Jetzt musst du unbedingt sterben. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, ja, ho, ho. Bleib mir bloß fern. Ich hab an dich geglaubt. Ja. Ich hab an dich geglaubt. Und was machst du? Was machst du? Du schiebst meine Bombe auf die Seite. Da wäre ein Seelenherz bestimmt drin gewesen für mich. Ja, hey. Ja, ja, wir sind keine Freunde mehr. We are not nobodies anymore. Ja, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Okay, ich glaube, den überstehen wir nicht mehr, den Run. Cube of Meat. Einzige Chance wäre jetzt entweder Shop. Shop. Schub der Wub Schub. Shop. Dop. Lop. Plop. 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 Nein, nicht plop. So, wenn da jetzt unser kleiner Freund, der Shopbesitzer drin ist, dann... nee. Nee. Dann schaffen wir es nicht. Eine Karte. Billiger. Nein, na toll. Ja. Benutzen wir mal Judgment. Komm. Kleiner Bettler, gib uns noch was Gutes. Komm. Vielleicht noch ein Herz, bitte? The Candle! The Candle ist gut. The Candle ist super. Also der Devil gibt dem Gegner sofort Haufen Schaden. The Book of Belial macht uns natürlich sehr, sehr, sehr wütend. Und The Candle, da können wir immer so machen. Immer so eine Flamme, dauert nur 3 Sekunden, bis wieder aufgeladen ist. 1, 2, 3. Also ich finde das genial. Mit der Batterienverbindung könnte man das eigentlich eigentlich die ganze Zeit einsetzen. Und man kann sogar selber in die Flammen reinlaufen. Es geht sogar nicht. Oh, schade. Ich habe gedacht, das geht durch Steine und so. Ja, also ich nehme lieber die Kerze mit. Die ist genial jetzt im Moment. Einen kleinen Hoffnungsschimmer sehe ich da noch, dass wir das überleben. Halbes Herz, Cube of Meat. Ich hoffe, noch ein Reiter kommt. Ein leichter Reiter, weil sonst... Goodbye, Isaac. Goodbye. It's a cruel world outside there. Mann, schade, dass ich das nicht kaputt machen kann. Nein, Monstro. Okay. Wie viel Schaden? Ah, nein. Na toll. Das ist genauso der Effekt wie bei Book of Belial. Zack.
Nein, 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 nein. Na toll. Jetzt, wo ich gerade mit der Kerze angreifen wollte. Oh Mann. Oh, da. Das nimmt gut Schaden. Tot. Ja, Max HP. So, da haben wir schon gesehen, was da drin ist. Da ist nochmal die Katze, was eigentlich jetzt nichts bringt. Und der Nagel macht uns immer wütend, aber die Kerze ist besser, finde ich. Ja, und das ist wahrscheinlich ein Fehler gerade gewesen, dass der Teufelsraum noch offen war und das Spiel hängt mit einem Traum fest. Ach, Curse of the Labyrinth. Nur irgendwelche Flüche. Nein, oh mein Gott. Willst du mich umbringen? Oh. Das sollte ich immer schon mal machen. Das ist ja cool. Hier ist gleich schon ein Goldraum. Mit einem Pilz. Magic Mushroom. All stats up. Ja, sieht man. Ja, komm. Ich muss einmal schießen. Also jetzt haben wir dreimal Geschwindigkeit, dreimal Stärke, vier Range Up und diese Schussgeschwindigkeit ist immer noch auf 2. Und wir sind jetzt riesig. Das ist jetzt der Nachteil. Wir können jetzt leichter von Sachen getroffen werden. Schöner Pilz. Oh mein Gott. Nein. Ich mag euch nicht. Ich mag keinen von euch. Nein. Bis zum nächsten Part, Leute. Peewee-Style.